diesem Video geht es um die Aktivität H5P und zwar aus Schülersicht. H5P-Aktivitäten könnt ihr immer daran erkennen, dass die Aktivität hier vorne so einen schwarzen Kasten hat und dann steht da H5P. H5P ist ein Tool, in dem es sehr, sehr viele verschiedene Arten von interaktiven Übungen gibt. Das heißt, ihr habt manchmal Videos, manchmal aber auch Textaufgaben. Es gibt Videos und H5P-Material, die vor längerer Zeit erstellt worden sind. Das könnt ihr daran erkennen, dass hier hinten kein Stern zu sehen ist. Modernere H5P-Aktivitäten, wie beispielsweise dieses Video hier, haben hier hinten einen Stern. Eine H5P-Aktivität, wie beispielsweise dieses interaktive Video, kann einzelne Abfrageelemente beinhalten. Das sind hier die Punkte. Wenn ihr ein Video in dieser Art hört, dann stoppt das und ihr habt dort dann vielleicht eine Frage. So beantwortet man die Fragen und klickt dann auf Fortfahren. Wichtig ist, dass ihr am Ende auf diesen Stern einmal klickt und dann auf Antworten absenden klickt. Bei älteren H5P-Aktivitäten wird diese Aktion automatisch ausgelöst, wenn die letzten 10 Sekunden des Videos durchgelaufen sind. Das heißt, bei älteren Aktivitäten ist es wichtig, dass ihr das Video wirklich bis zum Ende guckt. Bei neueren Aktivitäten klickt ihr auf den Stern und klickt dann auf Antworten absenden. Bei Aufgaben, die textbasiert sind, müsst ihr manchmal darauf achten, dass ihr wirklich ganz nach unten scrollt. Da kommt manchmal noch was. Hier ist es so, dass wir hier auf der letzten Slide, da sieht man wieder den Kreis, eine Übung haben, die wir beantworten müssen. Und das hier ist in diesem Falle eine Drag-and-Drop-Text-Zuordnungsaufgabe. Also überlegen, was das alles jeweils ist. Und auch hier gibt es wieder dieses Sternchen. Da seht ihr jetzt aber, dass ich hier keinen Button habe zum Absenden. Das heißt, dieser Button ist vor allen Dingen wichtig bei Videos. Wenn ihr jetzt schaut in eure Bewertung, dann seht ihr jetzt hier aber, dass überhaupt gar keine Bewertungen abgegeben worden sind. Das liegt daran, dass ich bei den einzelnen Aktivitäten noch nicht alles beantwortet habe. Ich habe bei dem ersten Video nicht bis zum Ende laufen lassen. Ich habe beim letzten Video nicht auf den Stern wirklich auf Absenden gedrückt. Und ich habe hier bei der textbasierten Aufgabe noch nicht alle Fragen beantwortet. Ihr müsst erst alle Fragen beantworten. Danach trägt er das ein. Ich mache das einmal zu Ende. Dann sehe ich jetzt hier die Note. Das funktioniert aber nur, wenn ich wirklich alle Fragen in einem Rutsch beantwortet habe. Ihr könnt immer prüfen, ob ihr die Aktivität anständig abgeschlossen habt, indem ihr in euren Bewertungen schaut, wie ihr abgeschnitten habt. Sobald dort eine Note steht, könnt ihr euch sicher sein, dass der Abschluss im System auch aktiviert wurde und dass ihr alle Bedingungen richtig erfüllt habt. Wenn dort keine Note steht, obwohl ihr die Übung bearbeitet habt, dann prüft bitte nochmal mit eurer Lehrkraft, was falsch gelaufen sein könnte.